Er ist mit seiner Staffel am Sonntag über Land und hat ein Sujet gesucht, das er malen könnte. Da trifft sein Künstlerblick auf eine Kuh am Waldesrand. Er sieht, das gibt das Meisterwerk nicht zu zahlen. Er stellt sich auf und malt zuerst links der Wald im Hintergrund, ein Hügel rechts, ein Himmel noch dazu. Darauf macht er vorne das Gras mit vielen Blumen drin und kommt am Schluss zur Hauptsache, nämlich zu der Kuh. Er mischt auf seiner Palette zarte Braun mit geschickter Hand und dunkt den Pinsel rein und setzt ihn an. Doch wo er jetzt einen letzten Blick wirft auf seinen Gegenstand, ist plötzlich auch Herr Jekuh nicht mehr da. Das unverschandte Tier ist rausgelaufen aus seinem Bild. Kein Mensch weiss, was von dort ins Hepp vertrieben. Sie ist nicht mehr zurückgekommen, auch wenn er gerüft und gewunken hat wie wild. Ein weisser Fleck ist auf der Leinwand geblieben. Noch lang an selbem Sonntag hat er gewartet an der Stelle, hat gewartet vor seiner Staffelei das da. Es brauchte nicht die gleiche Zeit, eine Kuh der Terrewell, wo ihn noch wird sein Bild vollenden lassen. Doch die Welt ist so perfid, dass sie sich selten oder nie nach Bildern, die wir vorher gemacht haben, richtet. So haben auch auf der Matte die banausenhaften Kühe den Ansatz zum Meisterwerk vernichtet.